So, hallo, wir machen weiter bei Terra Mario. Das letzte Mal haben wir. Was mache ich denn für einen Quatsch? Das letzte Mal haben wir Welt 4 geschafft. Und jetzt gucken wir uns Welt 5 an. Die vermutlich die letzte ist. Colorful Cave. Oh, das kenne ich doch auch irgendwoher, das Level. Oder nur sowas ähnliches. Das sieht aber. Wow. Es sieht cool aus, aber es ist verwirrt. Na super. Aber die Disco-Shells passen da natürlich super rein. Wenn man jetzt wieder Yoshi aus dem ersten Level sich holen würde. Seit dem ersten Level gab es kein Yoshi mehr übrigens. Fällt mir gerade so auf. Wenn man jetzt Yoshi aus dem ersten Level sich wiederholen würde, dann. Achso, und für alle, die sich wundern oder auch nicht wundern, wir spielen es ohne Save State. So. Denn bisher läuft das alles super und ich glaube auch nicht, dass es jetzt in der fünften Welt großartig anders wird. Oh, da war ein Leben. Ja, das ist ja jetzt so nett. So. Was wollte ich sagen? Das war die 5 Yoshi-Coin, dann haben wir hier das Ziel. Ja, warte. Was wollte ich sagen? Wow, Alter, jetzt blinkt's richtig schnell. Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Egal, Dinorinos Haus. Ich glaube, ich wollte sagen, dass wir ohne Safe Set spielen oder so. Keine Ahnung. Mit Secret Exit also. Oh. Was? Really? Warum? Gibt's hier jetzt 1000 Röhren, die mich zurückbringen an den Anfang? Das wäre gemein. Ich will nicht. Ich will die Tür gar nicht ausprobieren. Doch, ich will sie ausprobieren. Natürlich. Oh Gott. Ich verstehe. Irgendeine Sache ist dann das, was weiterführt und der Rest. Oh je, na gut. Na gut. Na gut. Dann ist das auch das Déjà-vu-Haus. Fängt ja auch mit D an. Ach, ich will. Oh, Rob you, please. Oh, Willy. Wenn das so ein Quatsch ist, mache ich Safe Sets an für das Level. Denn das ist natürlich nicht schwer zu spielen, es ist einfach nur Videolänge. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Nein, oh nein, 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 nein. Wirklich nicht. Das hat ja mit Schwierigkeit nichts zu tun. Das ist ja einfach nur die Videolänge. Und ich spiele nicht 3000 Mal dasselbe. Das ist Quatsch. Hier gehe ich jetzt nicht durch. Hier gehe ich durch. Yes! Was haben wir hier? As seen on TV. Was kommt denn jetzt? Oh, was? Mario TV HD? Naja, fast. Naja, fast. Ah, oh, das ist lustig. Also die Idee, das habe ich noch keinem anderen Hack gesehen. Quasi einfach so eine Maske um das Zeug rum. Klar hat man das schon gesehen in Varianten mit, dass es irgendein Höhlenlicht ist oder so, aber das ist eigentlich eine coole Idee. Na jetzt, oh. Jetzt ruft mich jemand an. Moment, ich muss kurz ans Telefon. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt wird schnell. Hilfe. Hab ich gar nicht gemerkt, gerade bevor der Anruf kam. Jetzt weiß ich nicht, ob der Audio, ob das Mikrofon wieder richtig sitzt. Wird schon. Wird schon passen, hoffentlich. Na, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Mist, die habe ich jetzt auch verpasst. Na gut, nicht so schlimm. As seen on TV. Coole Idee. Noch mehr Dinorinos Haus. Ich glaube, diesmal laufen wir es einfach durch, oder? Peacewitch nehmen wir einfach mal mit.
Da, da, dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Jetzt weiß ich gar nicht, wir hatten vorher 6 Minuten, glaube ich. Also, ja, okay. Ja, jetzt nehmen wir eh bis zum Ende auf. Also, selbst wenn der Part jetzt mal eine halbe Stunde wird oder so. Was ich nicht glaube, außer das letzte Level verlangt mir nochmal alles ab. Dann müsste das so sein. Nope-Tür, nope. Ich kann ja eh nicht schneller voran. Oh, Wheelie! Was zur Hölle? Bis gleich. So, nicht mal in Ruhe aufnehmen kann man hier. Sö. Oh fuck, ich glaube, ich muss den P-Switch drücken. Ich sehe da gerade Münzen. Danke. Nehmen wir den Block mal lieber mit. Ich glaube, den brauche ich. Nicht verlieren den Block jetzt, das wäre ungeil. Nee, brauche ich nicht. Da wäre ein Leben drin gewesen wahrscheinlich. Okay. Gut, so, jetzt muss ich zusammenrechnen. Vorhin hatten wir 6 Minuten, jetzt hatten wir 2 Minuten. Also sind wir bei 8. Naja, wie gesagt, ich nehme eh bis zum Ende auf. Ist wurscht. Das war die Überlegung dahinter. Es sind ja auch nur noch 3 Level. Totally scrolled. Nicht nochmal scrolling. Ach, Rob Hugh. Wir haben jetzt genug Scrolling-Level gehabt. Na gut. Wow, das hat gerade einen interessanten Effekt gehabt, das Scrolling hier. Wow, das wirkt gerade echt interessant. Was ist hier los? Oh Gott. Das hat mich total verwirrt. Was ist hier los? Das Scrolling ist echt hier dieses hier, dieser Effekt hier. Oculus Rift. Hui, das wirkt echt komisch. Hui, wie so eine Schiffsschaukel. Alter, nee. Nein, 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 nein. So. Wenn ich nochmal was anderem sterbe, dann akzeptiere ich das schon, aber nicht sowas. Mehr Squirrel natürlich. Okay. Alter, nö. Was ist das denn? Das ist gemein. Kommt einfach ein Koopa runter. Sowas sehe ich nicht ein. Vergiss es. Unglaublich. Ja. Ich aber ganz vorsichtig. So viel zu ganz vorsichtig. So. Tod allen Koopas. Und dieses. Kein Midway Point. Ich weiß ja nicht. Are you shitting me? Sorry, aber das Level erfordert Save States. Weil es ein paar gemeine Stellen hat. Und ich fange jetzt nicht wieder von vorne an.
Ja, okay. Sorry. Feder-Action. Jetzt hat ihr in Welt 5 nochmal die ganzen Scrolling-Level rausgehauen, ja? Ja, das war super. Was ist das am Anfang hier für ein komisches Ding? Ich dachte jetzt eigentlich. Ach. Okay. Das war ein Federblock. Wer kennt sie nicht, die Federblöcke, die aussehen, als ob sie gleich Bullet Bills schießen. Was hast du hier gemacht? Kommt da noch was? Nein. Natürlich nicht. Oh, kein Scoring mehr. Danke. Jetzt weiß ich nur nicht, muss ich fliegen oder muss ich Spin Jumpen? Ja. Okay, ich setze jetzt mal hier einen Save State. Weil den Anfang, den Scrolling-Quatsch am Anfang, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ich müsste trotzdem fliegen, oder? Jo. Na gut, dann fliegen wir. Nein! Na gut. Ach, fuck. Ach, was mache ich da? Höher, höher. Boah, wir hätten es gehabt. Fast. Naja. Nicht ganz. Höher, nach. Ich und diese Fliegphysik. Yes! So, hier kann ich sowieso wieder Anlauf nehmen. Das ist in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Scheiße! Okay, wo ist der Drehdings gewesen? Ah, hier wäre es gewesen, okay. Also Richtung ändern, nicht Drehdings. Super! Ich will mich gleich umbringen. Ja, und da jetzt am Anfang mit den ganzen, den Scrolling-Part nochmal machen, das ist ja Quatsch. Den kann ich dann ja auch nicht beschleunigen. Da nehme ich mir schon den Safe State. Die Freiheit nehme ich mir. So. War früher mal. War es eine Versicherungsfirma oder eine Bank? Die Freiheit nehme ich mir, der Spruch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine Bank. Aber ich weiß nicht mehr welche. Super. Ach, ja, wir hätten jetzt abspringen können auch. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht fliegen wir es mal genauso, wie die Münzen gesetzt sind. Ja. Das wäre mal eine Zusatz-Challenge. Alle Münzen einsammeln. Ich glaube, dann sitze ich morgen Abend noch da. Yes! Okay, diesmal. Ach so, ja, diesmal können wir ja einfach da unten landen. Na, nee. Das war blöd. Was Ähnliches kommt wieder? Na gut. Schon beschweren. Also nicht beschweren, bei mir beschweren sozusagen. So, was haben wir denn hier? What the fuck? Ach so. Okay, ich setze mich in Safe State. So, also am Anfang. So. Ich verstehe schon.
kackst also irgendwann dann Koopas aus und die töten dich dann. Na. Ah. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich dem ausweichen soll. Jetzt. Okay. Und das ist hoffentlich der dritte und der letzte. Natürlich nicht. Nein! Scheiße. Ah, mit der Feder kann ich hier wegdrehen. Haha. Haha. So, gib deinen Koopa. Danke. Das war nicht so gut. Jetzt muss ich trotzdem wieder ausweichen. Ah. Ich habe noch nicht so ganz raus, wo ich da ausweichen muss. So zum Beispiel. Ach so, wenn er gerade... Ah, okay. Ich kann mit dem Schuss auch seinen Schießen abbrechen. Und das dann so auf die Art und Weise ein bisschen... Fuck. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen anders timen. Sodass er dann quasi... wirklich mal genau eine Ecke lang nur schießt. Aber jetzt kommt er wieder... Ja. Ach, ich kann das nicht aus... Ich kann ihm nicht ausweichen. Verdammt. Ich bin zu blöd dafür. Mit der Feder geht's natürlich, stimmt. So, jetzt timen wir das anders. So. Und jetzt sollte er theoretisch ungefähr ab der Hälfte hier anfangen zu schießen und kommt hier erst wieder zurück, wenn er aufgehört hat. Yes. Diesmal nicht. Diesmal... Doch! Ha, perfekt. Da, Alter, bin... Das war dumm. Jetzt quasi hier gleich wieder drüber, bevor er anfängt. Nein! Gerade da fängt er wieder an. Ah, fast wär meine Theorie aufgegangen. Na gut. Also, wir warten wieder. So. Direkt drüber. Genau, jetzt haut das hin. Und wieder direkt dran. Zack. Und weg. Genau. Ich bin so blöd. So, jetzt machen wir hier den Hit. Ja, das ist jetzt egal. Jetzt kommt er auf jeden Fall auch wieder erst später hier hinten an. Warten wir wieder, zur Sicherheit. Und dann müsste das jetzt wieder passen. Nein, ich muss drüber. Ich bin zu doof. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh, okay. Super. Ja, das Level selbst ohne Midway-Point ein bisschen gemein. Man müsste jetzt, wenn man hier die ganze Zeit gestorben ist, müsste man immer den Flugpart nochmal machen. Dann stirbt man im Flugpart wieder die ganze Zeit. Muss man den Scrolling-Part am Anfang nochmal machen? Nee, war ein bisschen blöd. Wendy's Block Bridge. Due to the fact you didn't pay the rent, Wendy... Aber Wendy ist doch nicht... Wir haben doch eigentlich Luigi als Bowser und... Vielleicht sind wir doch noch nicht fertig. Wendy, we disconnected to Color Plus Pro 2. Okay, es gibt keine Farbe. Das ist in Ordnung. Vielleicht kommt ja noch die Bowser-Welt und er meinte nur, das finale Chapter kommt näher, aber ist halt noch nicht hier. Das kann ja auch sein. Das... Hat da was gefehlt? Kann das sein? Oh, wow. Das müssen wir uns nochmal angucken. Ach. Hop you! Was ist das denn? Das habe ich vorhin gar nicht gemerkt. Warum habe ich das vorhin gar nicht gemerkt? Tiffuk!
Ich glaube, so einer fehlt an der Stelle. Ja, da soll bestimmt einer sein. Jetzt muss ich aufpassen auf die ganzen runterfallenden Dinger da. Hier ein bisschen vor. Genau. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Ah, Alter! Nein, 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 nein. Den kriege ich eh nicht mehr. Ein bisschen vor. Diesmal fällt nichts runter, okay. Aha. Bisschen vorsichtig. Okay, das scheint auch zu gehen. Okay, der hier fällt. Den habe ich jetzt einmal gesehen, ausnahmsweise. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Oh mein Gott, sind das viele. Nur kurz, ist hier unten was? Yes! Okay. Alter! Oh, dadurch werde ich jetzt die Protoboss natürlich total anders lenken. Oh Gott. Völlig unvorhersehbar. Moment, dadurch könnte ich die auch einsperren. Oder mich. Lass mal jetzt auch mit selbst. Ich spiele den Anfang hier nicht nochmal. Nein, nein, nein. Alles, was recht ist. Ich könnte die einsperren. Ich könnte es versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Mühe mehr machen will, weil in der Zeit habe ich den Boss auch besiegt. Nur noch ein Hit. Ah, wirklich. Mann, warum kann ich nicht aufpassen? Das ist doch nicht schwer. Das ist im Grunde der normale Boss. Kleinen Modifizierung, die echt nicht dramatisch ist. Die echt nicht dramatisch ist. Super. Aber ich glaube, wir kommen dann trotzdem. Wenn die das jetzt erst ist, es muss doch noch einen Bowser-Boss geben, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Das ist doch nicht der letzte Boss. Aber auf der Karte geht's nicht weiter. Höchstens, es taucht dann eben diese Bowser-Festung auf. Das könnte sein. Aus dem Wasser raus oder so, irgendwie noch eine kleine Insel. Und dann da noch ein Warp oder sowas. Das ist natürlich immer möglich. Was mache ich denn? Jetzt wird's peinlich. Sehr.
Ich streng mich jetzt wieder an, sorry. Ich wollte mich jetzt wieder anstrengen. Mann. Streng dich an, Conan. Bitte. Was? Warum? Warum klappt denn jetzt gar nichts mehr? Ich sperre die jetzt echt erst ein. Ich hab jetzt Lust drauf. So. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Will. Ja, ja, yes, take this. Na bitte. So. Juhu, man stellt sich vor, wie oft ich jetzt nochmal den Anfang hier gespielt spielen hätte müssen, wo ich mich vorsichtig nach vorne bewegen muss, weil die Dinger sonst runterkommen. Allerdings, eine Sache will ich jetzt trotzdem noch mal ausprobieren. Ja, ich hab's doch gewusst. Moment, kam jetzt nicht mal... Nö, es kam jetzt nicht mal irgendeine Rede. Es geht in das schwarze Loch. Nein! Okay, da kommt tatsächlich noch mal Level. Gut, gut. Das ist also doch nicht der letzte Part. Ich will es aber kurz nochmal gucken, ob man hier auch einfach schnell durch kann. Ach. Diese Stachel am Anfang hier ist so gemein. Und wenn du gemein zu mir bist, dann bin ich auch gemein und nutze Save States. So. Ja, das ist auch blöd, dass hier das eine Ding weg ist. Hier ist mit Sicherheit ein Teil gewesen. Und sind die anderen plötzlich auch weg? Was ist das denn? Wo war denn das jetzt? Wo kommen denn die Stachelviecher? Ja, Alter. Ich glaube, wenn ich mich langsam... Das sind die Stacheln, die runterfallen. Die werden reingeladen. Und dadurch werden die anderen nicht mehr geladen. Wenn ich jetzt nämlich einfach durchrenne, müsste es alles gut gehen. Nur rein vom Probieren her. Ja. Dann kommt man so relativ schnell sogar noch zum Boss, okay. Na gut. Gut, dann nächstes Mal vielleicht wirklich das letzte Video. Mal gucken. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.